Hi zusammen, willkommen hier auf Unbox Vision. Mein Name ist Murat und heute schauen wir uns die Soundpeaks Run Free Lite an. Viel Spaß! Ja, wie ihr schon sehen könnt, habe ich die schon bereits auf. Das sind die neuen Soundpeaks Run Free Lite Kopfhörer, beziehungsweise es ist ein Open-Ear Design. Das heißt, wir haben hier keine In-Ears oder sonst irgendwas, wirklich Open-Ear. Das heißt, es ist komplett offen und es ist ziemlich geil, finde ich. Ich werde natürlich hier ein paar Einblendungen führen lassen. Ich bin gerade hier in meinem Studio drin, deswegen mit Licht und so weiter bin ich noch ein bisschen am Rumexperimentieren. Deswegen verzeiht mir, falls es doch etwas zu dunkel sein sollte. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Aber zu den Kopfhörern werde ich auf jeden Fall Einblendungen führen lassen, so meine Erfahrungen im Alltag und so weiter. Ja, die Run Free Lite, habe ich ja schon bereits gesagt gehabt, es sind Open-Ear-Designs bzw. Open-Ear-Kopfhörer. So sehen sie aus. Es sieht wirklich ein bisschen ungewohnt aus. Ich habe so etwas noch nie ausprobiert. Es gibt ja schon einige Marken, wie zum Beispiel von Shox zum Beispiel. Und jetzt halt auch mittlerweile Soundpeaks. Und ich habe ja auch schon mehrere Produkte von Soundpeaks getestet. Werde ich auf jeden Fall mal unten verlinken oder hier oben irgendwo. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja, es ist mit 27 Gramm wirklich sehr, sehr leicht, auch sehr angenehm. Ich habe letzter Zeit ein bisschen Probleme mit In-Ear-Kopfhörer. Wenn ich die zum Beispiel zu lange trage, werden sie dann irgendwann feucht, also die Ohren werden irgendwann feucht und ich habe so eine Art Kontaktallergie und nach ein paar Tagen fängt es dann an so richtig zu jucken und das nervt dann massiv und ich habe alles Mögliche versucht, ich habe auch schon verschiedene Aufsätze probiert, irgendwie bringt da nichts, irgendwie machen meine Ohren da irgendwie nicht mit, keine Ahnung, muss ich auf jeden Fall mal weiter checken. Und die hier, die passen eigentlich ganz gut jetzt, weil es sind halt Open Ihr Kopfhörer. Das heißt, man setzt sie einfach auf. Sie sind weder drin noch irgendwie spürbar. Also man spürt sie schon. 27 Gramm ist wirklich wenig, aber es ist sehr angenehm. Ja? Und das Auftragen ist halt ein bisschen kompliziert. Man setzt sie quasi so auf. Das heißt, über die Ohren. Ich probiere es gerade mal. So. Also wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann geht's. Aber am Anfang muss ich echt sagen, oh je, wie funktioniert das Ganze? Aber es sitzt wirklich sehr angenehm. Und ich bin wirklich damit raus. Ich bin Fahrrad gefahren. Man kann damit joggen, wandern, egal wo. Und sogar abends, wenn ich vorm Fernseher hocke, sind die Dinge wirklich sehr angenehm. Es ist ja so, man will halt seine Ruhe haben und man möchte halt nicht so laut aufdrehen. Und da setze ich die Dinge auf, also die In-Ears zum Beispiel, und dann fange ich an, Filme zu schauen oder Serien oder sonst irgendetwas. Oder allgemein Fernsehen, ja. Und da habe ich halt das Problem mit diesen Kontaktallergie. Und das, wie schnell vergehen, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, dann habe ich schon direkt Probleme. Mit den Dingen überhaupt nicht. Und das ist wirklich genial. Es ist so angenehm, meine Ohren tun nicht weh, ich habe keinen Druck. Und wirklich sehr angenehm. Also es ist nicht nur für Sport, für Radfahren oder sonst was, sondern auch einfach mal einen Podcast hören zu Hause, wenn man es halt wirklich leicht haben möchte oder wenn man natürlich noch, was Umgebung angeht, auch noch mitbekommen möchte. Sei es, wenn jetzt mal die Frau ruft oder wenn man Kinder hat, sowas zum Beispiel, ist das wirklich sehr angenehm. Und auch draußen auf der Straße ist es auch mal angenehm, wenn man halt was mitbekommen möchte. Also ich schätze die Dinge wirklich sehr und da muss ich sagen, wirklich mega top. Ansonsten Funktionen. Wir haben hier Bluetooth 5.3 hier am Start. Wir haben einen 16,2 mm Treiber und das Ganze ist auch IPX4 wasserdicht. Und allgemein, wie gesagt, Tragekomfort wirklich klasse. Also man kann wirklich stundenlang sitzen ohne Probleme oder halt auch Sport machen oder generell halt auch Fahrrad fahren draußen. Auch wenn man fährt, Windgeräusche und so weiter. Ist das Ding gar nicht mal so schlecht, also da bekommst du halt nicht viel mit und Musik hören ist auch nicht schlecht. Zu Musik hören komme ich aber gleich nochmal. Was Power angeht, ist man hier eigentlich auch bestens versorgt. Mit einer kompletten Aufladung habt ihr 17 Stunden Wiedergabe, also Spielzeit und das geht auf jeden Fall in Ordnung. Mit USB-C könnt ihr das Ganze aufladen, Kabel ist allerdings ein bisschen zu kurz, wie bei so allen anderen
In-Ears oder generell Kopfhörern, da sollte auf jeden Fall mein Hersteller mal ein bisschen aufwachen und sagen, okay, wir brauchen schon einen längeren Kabel, aber ich habe ja hier genug, von daher ist es kein Thema. Ja, ihr seht schon, ich trage das Ding als und ich habe kein Problem damit. Kommen wir zum Soundqualität. Und natürlich darf man jetzt hier nicht viel erwarten. Es sind ja auch keine In-Ears oder Over-Ears oder sonst irgendetwas, sondern es sind wirklich Open-Ear-Kopfhörer. Das heißt, man setzt sie einfach auf und das, was da rauskommt, damit muss man sich zufrieden geben. Sagt man ja so. Hier muss ich sagen, ist es wirklich dennoch richtig gut. Ich meine, ich habe jetzt keinen Vergleich zu allen anderen Open-Ear-Kopfhörer, weil ich, wie gesagt, das sind halt die ersten Kopfhörer, die ich gerade hier so teste und ich bin wirklich positiv überrascht. Aber Sound ist mega. Man kann es wirklich auf volle Pulle stellen und es ist wirklich sehr angenehm und es ist auch nicht drückend und der Bass kommt auch ziemlich gut rüber. Also ich habe jetzt hier überhaupt keinen Bass erwartet oder irgendein Wunder erwartet, aber ich bin wirklich sehr, sehr überrascht. Und ich finde, Kopfhörer ist ja mittlerweile so ein Ding, wenn man das Ganze testet, ist ja wirklich eine Geschmackssache. Der eine findet es cool, der eine findet es halt eben nicht cool. Und jeder sieht es natürlich oder empfindet es halt ein bisschen anders. Ich muss sagen, wirklich sehr angenehm. Also Bass trotzdem wirklich klangvoll, wirklich super. Und der Sound allgemein sehr ausgewogen. Und man kann auch in der App, kann man natürlich die Akkuanzeige sehen. Plus man kann da auch natürlich Voreinstellungen machen. Das heißt, man kann selber mit dem Equalizer ein bisschen rumspielen. Das geht alles. Ansonsten habt ihr hier hinten die Knöpfe. Wir haben hier einmal Lautstärke, lauter und leise und natürlich in der Mitte so quasi so ein Home-Button bzw. Play-Pause und man kann damit schon ein bisschen was machen. Weiter unten habt ihr einen USB-C-Anschluss, um das Ganze wieder aufzuladen und ja, ansonsten ist es sehr angenehm. Das heißt, wenn ihr mal die Lautstärke erhöhen wollt, drückt ihr einmal drauf und wenn ihr etwas länger drückt, dann geht hier ein Track weiter quasi und in der Mitte mit Play-Pause. Und wenn ihr den Home-Button dreimal drückt, habt ihr sogar einen Game-Mode. Also das Ding ist sogar auch noch mit an Bord. Preislich sind wir hier bei knapp 40 Euro. Mittlerweile kriegt man die auch schon für rund 30 Euro. Und hier muss ich sagen, da macht man nichts falsch. Und ich muss sagen, für mich ist es top. Ich bin jetzt nicht mehr so der große Sportler. Ja, früher mal ja, da war ich jeden Tag unterwegs und jedes Mal, ne, habe ich an irgendwelchen Kopfhörern gesucht und manche fallen raus, manche sind total verschwitzt und so weiter. Und ich muss sagen, für Radfahren bzw. rausgehen, ein bisschen spazieren, ist das Ding wirklich allemal super. Und vor allem abends, das ist so für mich so das große Punkt, Pluspunkt, wo ich sagen kann, ich setze was auf, ich habe keine Schmerzen. Und wenn ich mal vielleicht mal kurz eingeschlafen bin, habe ich auch keine Schmerzen. Also wirklich sehr, sehr cool, sehr zu empfehlen. Was haben wir noch? Telefonieren. Ja, habe ich probiert. Ist ein bisschen komisch, beziehungsweise je nachdem, was für eine Situation ihr seid. Das heißt, wenn ihr jetzt hier so still sitzt und telefoniert, ist es kein Thema. Auch wenn sich das so anfühlt, als würde man irgendwie über die Lautsprecher die ganze Zeit telefonieren. Aber nee, das klappt ganz gut. Wenn ihr unterwegs seid und ja, mit dem Fahrrad unterwegs seid zum Beispiel und ihr seid gerade in dem Moment sehr agil, dann ist es natürlich ein bisschen komisch, denn auch Windgeräusche und so weiter. Es hat so eine Unterdrückung, ja, aber es ist dann auf Dauer vielleicht nicht ganz so angenehm. Für den Notfall auf jeden Fall in Ordnung, aber ja, danach ist es halt nicht mehr so angenehm. Aber ansonsten so im Ruhigen, beziehungsweise wenn man jetzt so sitzt oder auch mal ein bisschen rumläuft, ist es überhaupt kein Thema. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also ich bin wirklich positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Dinger wirklich so super sind. Ich habe mir gedacht, ja, ich probiere es mal aus. Aber wirklich positiv überrascht. Und ich habe auch schon Momente gehabt, wo ich das Ding wirklich 2 Stunden lang ununterbrochen genutzt habe und keine Schmerzen. Das ist für mich sehr wichtig. Und ich kann wirklich damit leben. Und es sieht auch sehr cool aus und gefällt mir ganz gut. Also, ihr könnt ja gerne mal unten auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das Ganze habe ich verlinkt. Könnt ihr mal schauen. Für rund 30 Euro, da macht man definitiv nichts falsch und soundmäßig ist es auch auf jeden Fall. Man darf natürlich keine Wunder erwarten. Es ist nicht zu vergleichen mit allen anderen In-Ears, auch von Soundbeats, definitiv. Aber ich sage immer wieder, Open-Ear und dann auch noch so ein Ding, wirklich klasse. Ja, damit soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und natürlich auch nochmal hier vielen Dank an Soundbeats für die Bereitstellung und wir sehen uns das nächste Mal wieder.
Macht's gut.